Möchtest du erfahren, wie du mit dem Taschenrechner umgehen kannst? Schau dir das an in diesem Lernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Ich bin die Katharina. Wenn du längere Rechnungen mit dem Taschenrechner bereits beherrschst und auch schon weißt, wie man Funktionen auf dem Taschenrechner findet, dann zeige ich dir jetzt, wie du Zahlen quadrieren kannst, die Quadratwurzel ziehen kannst und sogar potenzieren kannst. Richte dir deinen Taschenrechner her oder öffne die Rechner-App oder geh im Internet auf einen Taschenrechner. Dann können wir anfangen. Wir beginnen mit dem Quadrieren. Es gibt wieder eine eigene Taste dafür, das Quadrat. Die Quadrattaste ist meistens mit x Quadrat beschriftet und sie quadriert dir die zuletzt eingegebene Zahl. Oder auch das angezeigte Ergebnis. Wir schauen uns das gleich an. Und sie reagiert sofort. Das bedeutet, wenn du 117 mal 117 rechnen möchtest, also 117 zum Quadrat, dann kannst du das den Taschenrechner ganz bequem erledigen lassen. Du gibst zunächst einmal die Zahl ein, 117, dann drückst du die Quadrattaste und schon wird deine Zahl quadriert. Du bist schon fertig. Du brauchst nicht einmal mehr das Ist-Gleich drücken. Das war damit gemeint, als ich gesagt habe, diese Taste reagiert sofort. Du musst kein Ist-Gleich mehr eingeben. Das, was du gesehen hast, wurde quadriert. Schauen wir uns das einmal am Taschenrechner an. 117 zum Quadrat und schon steht das Ergebnis da. Jetzt versuchen wir etwas Komplizierteres. Wir wollen einen ganzen Ausdruck quadrieren, etwas, das in einer Klammer steht. Du schreibst das so ab, wie es hier steht. Klammer auf. Dann minus 1,3, also 1,3 und das Minus. Dann plus, dann 12. Dann machst du die Klammer wieder zu. Jetzt steht ein Zwischenergebnis da und das quadrierst du jetzt. Ich habe wieder einen Checkpoint für dich vorbereitet. Drücke auf Pause, löse die Aufgabe und dann klick auf Weiter und schau, ob dein Ergebnis stimmt. Hier sind die Beispiele. Das sind meine Ergebnisse. Ich hoffe, deine passen dazu. Fassen wir zusammen. Mit der Quadrattaste quadrierst du das, was du gerade siehst. Wenn du sie nach einer Zahl drückst, wird diese letzte Eingabe quadriert. Wenn du sie nach einem ganzen Klammerausdruck, nach einem Zwischenergebnis drückst, dann wird dieses letzte Zwischenergebnis quadriert. Und wie zieht man jetzt die Quadratwurzel? Auch dafür haben wir natürlich wieder eine eigene Taste. Wurzel x steht da oder manchmal auch nur das Wurzelzeichen. Die Quadratwurzeltaste zieht die Quadratwurzel aus der zuletzt eingegebenen Zahl oder dem letzten Ergebnis. Ähnlich wie das gerade die Quadrattaste gemacht hat. Oder sie zieht die Wurzel aus der als nächstes eingegebenen Zahl oder dem nachfolgenden Klammerausdruck. Das Ergebnis wird dann erst nach dem Ist-Gleich angezeigt. Das klingt jetzt verwirrend, deshalb schauen wir uns das wirklich in Ruhe an. Die Wurzel aus 829 gebe ich auf folgende Art ein. Zuerst die Zahl 829. Dann das Wurzelzeichen, Wurzel daraus, also die Wurzel aus dem, was ich gerade eingegeben habe. Ähnlich wie das Quadrat vorhin. Und dann steht direkt die Wurzel da. Schauen wir uns das am Taschenrechner an. 829, das Wurzelzeichen und fertig. Oder aber, du kannst doch einen Taschenrechner haben, der ein bisschen anders funktioniert. Das weiß ich nicht. Ich kenne deinen Taschenrechner nicht. Und es gibt verschiedene, die alle ein bisschen anders arbeiten. Und auf diesen anderen Taschenrechnern funktioniert das genau umgekehrt. Zuerst gibst du die Wurzel ein. Du sagst, ich möchte jetzt die Wurzel aus dem berechnen, was jetzt kommt. Und jetzt gibst du 829 ein und da brauchst du das Ist-Gleich, damit der Taschenrechner auch weiß, wann du fertig bist mit deiner Zahl. Jetzt haben wir das Ergebnis. Ich habe auch so einen Taschenrechner und ich zeige dir jetzt, wie das funktioniert. Ich beginne mit dem Wurzelzeichen, die Wurzel aus dem, was kommt, 829, und mit dem Ist-Gleich habe ich das Ergebnis.
Finde heraus, was du für einen Taschenrechner hast. Ob dein Taschenrechner ein Wurzel-daraus-Taschenrechner ist, wo die Wurzel hinten gesagt wird, oder ob es ein Wurzel-aus-Taschenrechner ist, wo du zuerst sagen musst, dass du jetzt Wurzel ziehen möchtest. Du musst das wissen, sonst kannst du auch Ausdrücke wie hier nicht so einfach berechnen. Hier möchten wir die Wurzel aus einer ganzen Rechnung ziehen. Die Vorgehensweise mit dem Wurzel daraus Taschenrechner ist, zuerst gebe ich den Ausdruck unter der Wurzel ein, 17,2 dividiert durch 31, dann drücke ich auf das ist gleich, damit ich ein Zwischenergebnis bekomme. Und jetzt ziehe ich die Wurzel aus diesem Zwischenergebnis. Wie sieht das mit dem Taschenrechner aus? Genau so. Siehst du, 17,2 dividiert durch 3,1 ist gleich und wir haben ein Zwischenergebnis. Das ist das, was unter der Wurzel herauskommt. Daraus ziehen wir jetzt noch die Wurzel. Oder der andere Taschenrechner. Wurzel aus wird zuerst eingegeben und du wirst dann gleich sehen, wie das auf dem Taschenrechner aussieht. Jetzt kommt in Klammer das, was unter der Wurzel steht, nämlich 17,2 dividiert durch 31, Klammer wieder zu. Damit haben wir den Radiant, also das, was unter der Wurzel steht, in den Klammern eingesperrt. Und mit dem Ist-Gleichzeichen kommst du erst zu dem richtigen Ergebnis. Schauen wir uns auch das an. Siehst du, ich drücke Wurzel aus, die Klammer kommt da sogar von selbst. Und jetzt gebe ich die Rechnung ein, 17,2 dividiert durch 3,1, Klammer zu und mit ist gleich ziehe ich die Wurzel. Hast du den Unterschied gemerkt? Dann probier es mit einem Checkpoint. Drück auf Pause, lese die Aufgabe und klick nachher auf Weiter. Das sind die Beispiele. Hier sind die Lösungen dazu. Hast du das gleiche Ergebnis? Bravo! Wir fassen zusammen. Mit der Wurzeltaste ziehst du die Wurzel aus dem, was du gerade siehst, der letzten Eingabe oder dem letzten Zwischenergebnis, wenn du einen Wurzel-daraus-Taschenrechner hast. Oder du hast einen Wurzel-aus-Taschenrechner aus dem, was du nachher eingibst. Die nächste Zahl oder der nächste Klammerausdruck. Und da musst du immer mit einem Ist-Gleichzeichen abschließen. Ich hoffe, du hast deinen Taschenrechner jetzt gut genug kennengelernt und weißt, welche Art Taschenrechner das ist. Dann können wir noch potenzieren. Die Potenztaste, meistens mit x hoch y, manchmal aber auch mit seinem kleinen Dach beschriftet, die potenziert die zuletzt eingegebene Zahl oder das Ergebnis, das du gerade siehst, mit einem Exponenten mit einer Hochzahl. Die muss man nachher noch eingeben, sonst weiß ja der Taschenrechner nicht hoch was. Und dann braucht es wieder ein ist gleich, damit du zum Ergebnis kommst. Los geht's! 121 hoch 3 geht jetzt ganz einfach. Du tippst 121, also die Basis, dann unsere Potenztaste hoch und hoch was? Na, hoch dem Exponenten, hoch 3. Also Basis hoch Exponent gibt man genauso ein. Basis, Potenztaste, Exponent. Und dann braucht es noch ein ist gleich, sonst wird das nichts. Schauen wir uns das auf dem Taschenrechner an. Ich tippe 121, die x hoch y, die Potenztaste, 3 für den Exponenten und mit ist gleich bekomme ich das Ergebnis. Checkpoint für dich. Drücke auf Pause, mach die Beispiele und prüfe nachher mit weiter, ob du das gleiche Ergebnis hast. Diese Beispiele solltest du jetzt lösen können. Stimmen meine Ergebnisse mit deinen zusammen? Fein. Wir fassen zusammen. Mit der Potenztaste potenzierst du das, was du gerade siehst. Also die zuletzt eingegebene Zahl oder das letzte Zwischenergebnis. Und zwar mit einer Hochzahl, die du im Anschluss eingibst. Du musst das Potenzieren mit einem Ist-Gleich abschließen. Es gibt noch andere Videos zu dem Thema. Wir sehen uns.